Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Hallo in die Runde. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Sie können mich alle hören. Vielleicht noch mal ein ganz kurzes J eintippen, um einfach kurz zu checken, ob wir gut zu hören sind, ob alles soweit technisch funktioniert. Sehr gut. Dann möchte ich hier noch mal begrüßen den Ralf Becker, die Birgit Becker und den Professor Dr. Christoph Thyssen von der Fachdidaktik Biologie, unser Gast heutzutage. Und wir wollen heute über Lernsysteme sprechen. Und bevor ich jetzt starte und wir so eine kleine Vorstellungsrunde machen, vielleicht mal ganz kurz von Ihnen, wer setzt denn aktiv Lernsysteme ein, beziehungsweise ist vielleicht auch im schulischen Umfeld, dass wir einfach mal gucken können, wo wir auf welche Dinge wir genauer eingehen können. Weil gerade Lernsysteme werden ja immer wichtiger in der heutigen Situation. Und da ist natürlich auch so wichtig, mal festzustellen, wie weit sind Sie aktiv, wie weit nutzen Sie schon Systeme und was können wir als Besonderes heute vorstellen für Sie? Ah, geht schon los, die ersten schreiben schon, es dauert ein bisschen zeitverzögert alles. Und wie haben wir es geschafft, das Ganze einzubauen? Vielleicht fangen wir mal an, wir haben auch heute einen kleinen Zeitplan hier zusammengestellt und wir wollen auch nochmal auf die Details eingehen. Wir wollen nachher live zeigen, was das Ganze, was wir machen wollen, wie das System funktioniert und auch, was sind die Hintergründe von den Lernsystemen oder von dem Small Part, was in eCooper jetzt implementiert ist. Und ich gebe mal vielleicht mal an die Birgit, dass sie sich mal kurz vorstellt und vielleicht auch mal kurz ein paar Sätze zu Small Part sagt und wir drehen uns dann ein bisschen im Kreise und dann kann jeder ein bisschen was dazu sagen. Danke, Stefan. Ich hoffe, wir drehen uns nicht zu sehr im Kreise, sondern eben einfach nur dann an den nächsten weiter. Ja, Birgit Becker, die meisten kennen mich. Ich bin so als eCooper Consulting und als Schnittstelle bei uns zwischen Kunden und Entwicklung tätig. Also kriegst du viel in den Gesprächen auch mit, was Sachen sind, die unsere Kunden oder Interessenten brauchen, interessieren und gib das dann bei uns an die Entwicklung weiter. Und bin oftmals auch gerade in dem Bereich Consulting, also wie kann ich Dinge, Prozesse im Unternehmen mit der eCooper am sinnvollsten umsetzen. Ich wollte auch noch ganz kurz mit erwähnen, wir haben den zweiten Kooperationspartner von dem Small Part in Arasch, der auch in der Entwicklung tätig ist und viel auch in dem Design bisher schon gemacht hat. Und in den nächsten 3 Jahren haben wir auch mit dabei, allerdings nicht im Bild, sondern einfach nur mit dem Ton. Er kann sich dann einfach auch gleich mal mit vorstellen. Ja, zu dem Small Part, einfach im Prinzip, es geht um videogestütztes Lernen im ersten Schritt, aber die Details zum Small Part würde ich dann auch einfach erstmal Christoph und Arash überlassen, da mehr zu sagen. Wir sind in der Kooperation zusammengekommen, die Anwendung gab es schon und es ging darum, einfach ich schätze mal, über einen längeren Zeitraum hinweg auch einfach weiter an diesem Tool zu arbeiten und von unserer Seite aus einfach das Interesse, weil wir ja auch einige Schulen und Universitäten als Kunden haben, die eCooper auch als Lernplattform auszubauen. Und da ist es natürlich eine perfekte Geschichte, wenn ich mit so einem spezialisierten Tool auch einfach starten kann und das in die eCooper mit reinbringen kann. Ja, vielen Dank, Birgit. Ja, go ahead. Ja, Entwicklung war ein guter Stichpunkt. Ralf Becker, ich bin bei uns derjenige, der sich um die Entwicklung kümmert und auch um die technische Umsetzung unseres Hostings, unseres Cloud-Hostings. Habe die eCooper, lang ist es her, inzwischen 15 Jahre, vor 15 Jahren als Open-Source-Projekt gegründet und bin seitdem dabei, das halt immer weiter auszubauen. Und nach einem kurzen Intermezzo, in dem wir halt auch Seminare und Trainings gemacht haben, da haben wir jetzt halt auch wieder einen Anknüpfungspunkt gefunden, ja, mit der Weiterentwicklung der eCooper beschäftigt, hauptsächlich auf der technischen und auf der Entwicklungsseite. Dankeschön, Ralf. So, und jetzt haben wir noch 2 Special Guests hier, den Arash und den Christoph Thyssen. Vielleicht, wenn ich da mal kurz übergeben darf, dass da vielleicht noch das Thema noch mal intensiviert wird, warum
diese Lernsysteme so wichtig sind, was die Besonderheiten sind und vielleicht auch, was man gesucht hat und warum man das Tool entwickelt hat. Das ist, denke ich, vielleicht auch sehr interessant, ob Sie da was sagen könnten. Ja, vielleicht kurz vorstellen, Christoph Thyssen, und ich habe nicht immer diesen Professorentitel getragen, sondern ich komme tatsächlich aus einem Gymnasium und habe dort 10 Jahre als ganz normal ausgebildeter Chemie- und Biologielehrer unterrichtet, bis es mich dann wieder an die Universität verschlagen hat. Verschlagen ist vielleicht nicht falsch, ich habe gesehen, dass ich dort Chancen bekomme, die ich an der Schule nicht umsetzen kann. Und mir war die Kontaktzeit mit Schülern und auch mit Studierenden immer sehr wichtig. Und die ist eigentlich sehr dünn gesät. Wenn man meine Fächer unterrichtet, dann sind es pro Stunde bloß zwei oder pro Klasse in jedem Fach 2 Stunden die Woche. Und da sucht man effektive Medien. Und Filme sind nicht erst seit gestern intensiv genutzte Medien, die eine hohe Qualität liefern können. Man kann die jetzt aber individuell einsetzen. Und jeder muss nicht vorne den großen Screen betrachten, sondern kann seine Geschwindigkeit beim Betrachten des Videos sehen. Und dann auch entsprechende Fragestellungen stellen. Und wenn man das sozusagen schafft, auch noch in eine kontaktlose Situation zu verlegen, um die tatsächlich nicht zu klärenden Fragen dann in der Kontaktzeit zu bearbeiten, dann waren wir der Meinung, dass wir es da schaffen, ein gutes Lerntool zu schaffen, um eben die Kontaktzeit für die wirklich wesentlichen Dinge dann befreit nutzen zu können. Und genau an der Stelle haben wir mit verschiedenen Videotools gearbeitet und eines davon ist dann das Produkt geworden, das Sie heute sehen, Smallpart, das auch verschiedene Vornamen als Prototypen hatte. Also vielleicht nicht erschrecken, wenn mal ein anderes Wort fällt. Aber Smallpart ist das, was wir jetzt am Ende draus gemacht haben und auch weiterentwickeln wollen. Da haben wir eben das Lernen mit Videos, gut visualisierten Prozessen, egal ob es jetzt ein Vorlesungsvideo ist oder ein biologischer Prozess oder die Bedienung einer Maschine. Wir als Lehrer müssen auch Maschinen und Geräte bedienen und das ist tatsächlich eine Herausforderung, das zu tun und nicht die wertvolle Kontaktzeit einfach nur damit zu verschwenden, zu zeigen, wie ein Beamer angeschaltet wird und wie ein Kabel dort angeschlossen wird. Und genau dafür sind solche Systeme 1A, weil man zeigen kann, um was es geht und tatsächlich auch schon Fragen vorab klären kann, indem die Leute Fragen zum Video stellen und man kann die beantworten. Und dann kann man sich in der Vorlesung oder in der Schulstunde damit auseinandersetzen, was man tatsächlich besprechen möchte und nicht das, was theoretisch vorzuarbeiten ist. Und wie wichtig das ist, es zeigt auch ein Beispiel, dass zum Beispiel im Flugzeugbau, wo Zeit tatsächlich Geld ist, wenn ein Flugzeug repariert werden muss, die Monteure das Teil bestellen, dorthin, wo das kaputte Flugzeug steht und sich schon im Flug dann auf die entsprechende Montage vorbereiten, sodass sie direkt loslegen können. Und im Prinzip ist genau das, was ein Lehrer ja auch oft machen muss, die Schüler so vorbereiten, dass tatsächlich Unterricht und Methoden angewendet werden können, die man zum Lernprozess braucht. Ja, vielen Dank. Vielleicht, dass jetzt der Arash noch was kurz sagen könnte zu dem Tool selbst, vielleicht zu der Entwicklung oder auch zu den Ideen. Und ich glaube, dann ist es für alle auch wichtig, das Ganze mal zu sehen, dass wir nicht nur theoretisch darüber sprechen, sondern auch wirklich es mal sehen und sagen, okay, warum, wie können wir damit arbeiten, wie ist das Video mit einbezogen und was ist die Besonderheit eigentlich vom Smallpart im Vergleich zu anderen Lernsystemen? So, ich glaube, es gibt ein technisches Problem gerade, oder? Nein? Arash, kannst du mal versuchen, was zu sagen? Oder bist du schon was am Sagen? Dann schreib mal was in den Chat. Hört ihr mich jetzt? Ja. Jawohl. Super, okay. Ich glaube wohl, er wollte mich nicht reden lassen. So, hi, ich heiße Arash Tulu, bin auch von der TU Kaiserslautern und bin super mit Christoph zusammengekommen. Meine persönliche Intention war halt auch, eben das Lernen effektiver zu gestalten und mit Hilfe von digitalen Medien etwas zu machen, dass es halt funktioniert. Und da haben wir uns mal getroffen und daraus ist im Endeffekt nach dem letzten Jahr ein produktives System geworden namens Smallpart. Soll es auch, glaube ich, bleiben. Und hier ist es wirklich unsere Stütze und der Gedanke liegt im selbstgestalteten Lernen. Das heißt, der Mensch, Schüler, Student, Erwachsene, egal wer, soll freiwillig einfach lernen können, dann, wann er will, wo er will, ortsungebunden. Also bitte mit Internet. Und
auch ein bisschen gestützt. Das heißt, der Lehrer soll durchaus helfen können. Der Lehrer darf nicht abgeschafft werden. Das ist meine Philosophie, dass ein Lehrer notwendig ist. Denn selbstgestalltetes Lernen kann durchaus sehr kritisch werden. Und das kann ein Lehrer im Vornherein abwenden quasi. Ich rede gerne mit den Kollegen und das heißt, selbstgestalltetes Lernen kann tödlich sein, wenn es falsch läuft. Und dann ist eine falsche Schlussfolgerung, die aufeinander folgen. Und hier kommt der Lehrer, der halt ein höheres Wissen hat, ein breiteres Wissen hat und der mich leiten kann. Aber so kann mit dem Tool auch der Lehrer ein bisschen entlastet werden. Und weil wir dann gewisse Lernschablonen haben, entwickeln können, das ist eine fortschreitende Entwicklung, dass wir selbstgestalltetes Lernen unterstützen wollen. Wir wollen das mehr fokussieren. Wir wollen mehr die didaktischen Mittel einsetzen. Aber das Ganze nicht zum Lasten der Lehrer oder Lehrenden, sondern wir sollen auch ein leicht übersichtliches System haben. Das ist der Vorteil des Tools. Wir legen immensen Wert auf die Nutzerfreundlichkeit. Nicht jedes Item wird im Endeffekt eingebaut. Nur die halt fruchten und die auch kein extra Belastung darstellen für beide Seiten, sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden. Und wir versuchen auch weiterhin die Effektivität zu gestalten und zu mehren. Alles andere wäre, glaube ich, viel zu viel gesagt. Da würde ich euch nicht mehr auf Spannung halten und würde sagen, lasst uns einfach den Tool angucken. So ein bisschen die erste Version davon. Genau, wir haben zwei Beispiele vorbereitet. Die Birgit hat eins vorbereitet und Christopher eins vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Tool von der Birgit, oder? Mit dem ersten, was sie vorbereitet, ersten Anwendungsbeispiel. Sehr gerne. Ich kann dein Bildschirm noch nicht sehen. Ja, ich sehe auch nur ein schwarzes Loch, obwohl er mich eigentlich gefragt und nicht freigegeben habe. Ich würde es jetzt nochmal versuchen. Es ist wieder sehr schön, wenn an der Stelle Dinge dann leider live doch nicht ganz so... Bitte bestätigen. Ja, jetzt hat er es getan. Sehr schön. Okay. Vielleicht mal gucken hier rein, runter, ob Sie es alle sehen können, ob das alles, ja, hat geklappt, super, ich lese es, hat geklappt, das heißt, technisch funktioniert es schon mal sehr gut. Ja. Schön, wenn Live-Webinare dann so funktionieren, wie sie gedacht sind. Ja, okay, also ganz kurz zur eGroupware, alle, die eGroupware kennen, ist es so schon, es ist einfach eine neue App, die in der eGroupware drin ist, ich gebe Zugriffsrechte, wie sonst in der eGroupware auch, und ansonsten ist die Benutzung wirklich darauf ausgelegt, dass es sehr, sehr einfach ist. Das heißt, ich habe eine Kursverwaltung. Als derjenige, der Dozent oder Dozierender ist, lege ich einen Kurs an, lade in das ganze System ein Video hoch, in dem ich auf Hochladen gehe. Im weiteren Verlauf soll hier auch das Ganze noch per URL eingebunden werden können, dass ich einfach da eine URL angebe, die irgendwo bei YouTube liegt. Momentan ist es einfach manuell hochladen. Ich habe nebendran meine Definition der Aufgabe, was soll erledigt werden. Ich habe mir jetzt für den ersten Use Case, wofür könnte man die Lernplattform einsetzen, habe ich mir gedacht, und das kam auch so aus Gesprächen mit Interessenten, mit Kunden, was mache ich denn jetzt in der Corona-Zeit, wenn ich die E-Gruppe irgendwo einführen will? Oder aber ich habe neue Leute, die reinkommen, ist ja schon immer dieses Thema gewesen, wie kann ich die vernünftig an die E-Gruppe heranführen? Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme einfach mal eins unserer schönen Tutorials, die Eva vor ein paar Jahren gedreht hat. Das ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber ich habe das mal hochgeladen und habe einfach mal so einen Use Case eingetragen. Ich habe ein quasi Einführungsvideo, ein Lernvideo, was ich hochlade und ich kann dazu dann entsprechend Kommentare hinterlegen. Und zwar jetzt hier in der Form darauf ausgelegt, dass ich einfach als Teilnehmer Fragen stellen kann, wenn mir irgendwas unklar ist oder auch einen Kommentar, wenn ich irgendwas kommentieren möchte. Als derjenige, der den Kurs eingestellt hat, kann ich sehr schnell, sehen wir dann gleich, erkennen, was sind denn Fragen, kann Fragen beantworten oder nochmal kommentieren und somit kann ich einfach
die Einführung, die ich mal irgendwo aufgezeichnet habe, natürlich nutzen, damit die Leute lernen, wie gehe ich denn mit der E-Groupware um, und Fragen, die dabei auftauchen oder auch Absprachen, die wir im Team haben, kann ich halt in dem Video drin platzieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, Adressbuch, Telefonnummern sind immer in diesem dem Format einzutragen. Dann ist es einfach dokumentiert für alle, wie der Prozess im Unternehmen ist in dem Umgang. Ja, das ist so im Prinzip das Einfache. Ich kann ein Passwort hinterlegen. Über dieses Passwort kann man sich selber im Kurs dann auch beitreten, entsprechend den Gruppen, für die das Ganze freigegeben ist. Oder ich kann hier in den Teilnehmern dann auch einfach Teilnehmer hinzufügen. Das ist also eigentlich das, was ich als Kursteilnehmer oder als derjenige, der den Kurs einträgt, machen muss. Video hochladen, Aufgabe definieren und dann kann es losgehen. Dann kann ich mich zu so einem Kurs, auch die Sachen kennen die meisten schon, per Kontextmenü einfach eintragen, abonnieren, und wenn ich den eingetragen habe, dann kann ich ihn öffnen. Wenn ich ihn öffne, lädt er jetzt die Ansicht, die ich als Teilnehmer sehe, nämlich mein Video, was ich abspielen kann, und die Kommentare, die einfach im laufenden Video eingetragen sind. Hier in der Form habe ich das Ganze jetzt so gemacht, dass ich quasi an den einzelnen Stellen, wo ich etwas sagen oder mitteilen wollte, hier zum Beispiel das Design der E-Gruppe hat sich ein bisschen geändert, es ist deutlich leichter geworden, als es mit der Version 14.1, von dem dieses Tutorial noch ist, der Fall war, habe ich einfach als Kommentar hinterlassen. So habe ich einfach an verschiedenen Stellen, wo es mir wichtig war, etwas zu hinterlegen, über die Kommentare die Sachen hinterlegt. Derjenige kann sich die Kommentare immer anschauen und wo Fragen sind. Das würde ich jetzt hier zum Beispiel sehen, der erste Kommentar, der hier kam. Ob ich jetzt Ordner auf der anderen Gruppe freigeben kann und wie das funktioniert, da kann ich dann hinterher quasi meinen Kommentar wieder hinterlegen, die Antwort hinterlegen, kann es dann markieren als erledigt, indem ich zum Beispiel auch die Farbe verändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe und auf das Bearbeiten von dem Kommentar, dann kann ich jetzt auch sagen, ich stelle das um von Rot auf Grün und kenn's. Vielleicht nochmal ganz kurz, Birgit, ich weiß nicht, ob jedem jetzt vielleicht der Unterschied auch wirklich klar ist. Die meisten Lernsysteme, die können nur ein Video abspielen und ich kann nur unterhalb des Videos kommentieren. Und der Hauptunterschied hier zu den meisten anderen Lernsystemen ist, dass ich ja während der Laufzeit an einer bestimmten Stelle des Videos meine Frage stellen kann. Das heißt, oftmals wird ja unten drunter was geschrieben. Und hier kann ich sagen, Minute 30 ist eine Stelle, das verstehe ich nicht in dem Lernvideo, da habe ich eine Frage zur Anwendung. Und dann kann ich genau zu dieser Zeitpunkt etwas eintragen. Und das, denke ich, ist das Außergewöhnliche an der Software oder an dem Modul. Genau. Also im Prinzip, ich schaue mir das Video an und wenn ich eine Frage habe, kann ich entweder pausieren oder direkt auf dieses Kommentarfenster gehen und trage dann das hier ein, kann dem Ganzen einen Farbcode geben. Der Farbcode kann jetzt sein, wie in dem Falle bei der Aufgabe, die ich vorgegeben habe. Du hast eine Frage, fragst mit Farbcode Rot ein. Neutral sind einfach allgemeine Informationen. Grün wären beantwortete Fragen. Das heißt, wenn ich das jetzt als Teilnehmer mache, trage ich das ein, speichere das Ganze und das ist einfach ein neuer Kommentar in dem Ganzen und mein Video läuft wieder weiter. Ich pausiere das mal, damit es uns nicht noch zwischenrein quatscht. Aber das ist im Prinzip so die Vorgehensweise. Ich kann einfach in dem Video selber drin kommentieren und kann natürlich auch sehen, was für Kommentare sind da, was für Fragen sind da und kann so auch einen Lernfortschritt mit dem Video erzeugen. Und alle, die die Sachen lesen, wenn die Kommentare öffentlich sind, können halt an der Stelle auch sehen, wie nutzen es denn anderen, was waren denn vielleicht Fragen, die bei anderen aufgekommen sind und was waren entsprechend die Antworten dazu. Das heißt, das bedeutet, dass ich immer nicht von vorne anfangen muss, sondern die Fragen, die schon beantwortet sind, können die anderen Teilnehmer lesen. Das heißt, wenn jetzt einer zum Beispiel später das Video guckt, kann er sagen, okay, der hat die Frage schon beantwortet und ich lerne quasi aus der Erfahrung der schon bewerteten, also schon beantworteten Antworten sozusagen. Genau, also im Prinzip ist es, momentan ist es so, dass die Sachen einfach öffentlich sind, aber geplant ist, dass wir an der Stelle auch einfach unterscheiden können zwischen öffentlich und nicht öffentlich, dass ich also als derjenige, der den Kurs einstellt,
an der Stelle dann sagen kann, ich möchte, dass alle Kommentare von allen Teilnehmern gegeneinander sichtbar sind, oder ich kann entscheiden, nein, die Teilnehmer sollen die Kommentare des Dozenten sehen, Sachen, die geretweetet wurden, wie es so schön im Neudeutschen heißt, aber nicht die Kommentare von anderen, was so für dieses, naja, ich will jetzt ein Stück weit auch eine Privatsphäre an der Stelle wahren, ich will nicht, dass die Antworten für alle sichtbar sind, wenn es eine Aufgabe ist, die ich zu erledigen habe, das kann ich dann als derjenige, der das Ganze macht, dann entscheiden. Ja, es ist, glaube ich, wenn ich mich mal ganz kurz einklinke, nicht nur wichtig, die Privatsphäre herzustellen, sondern vielleicht auch, je nachdem, um was es geht, eine unbeeinflusste Rückmeldung von zusätzlichen Betrachtern zu bekommen, je nachdem, was man damit anstellen möchte. Und in dem Moment ist es ja wichtig, dass man das Ganze unvoreingenommen betrachtet. Und dann wäre ein Kommentar eines anderen Nutzers natürlich schon sowas wie eine Beeinflussung. Und das wird man abstellen können. Damit könnte man damit auch prüfungsähnliche oder individuelle Betrachtungsweisen nebeneinander stellen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Vielleicht nochmal ganz kurz so ein Schwenker zu Videos. Wenn man Videos heutzutage in den Mund nimmt als Lernmittel, denkt man vielleicht auch an Plattformen wie YouTube. Auch dort kann man ja kommentieren. Aber dort hat man zum Beispiel eben nicht den Vorteil, dass das Ganze dediziert zu einer ganz bestimmten Zeit ist. Und wenn man eine Antwort geben wollen würde, kann das A, nur derjenige, der den Kanal besitzt, und B, würde das dann so aussehen, dass man gar keinen direkten Bezug zu dieser Stelle herstellen kann und muss erstmal wieder schauen, was war denn bei Minute 2:35. Und so kann ich direkt, hat Birgit jetzt gar nicht gezeigt, auch über einen Kommentar dann zur entsprechenden Stelle im Video springen, so dass ich bei der Beantwortung von so einer Frage, die jemand gestellt hat, direkt auch als Beantwortender sehe, um was es sich denn eigentlich an der Stelle handelt. Und wir kommen gleich noch zu einem weiteren Feature, das anders wäre als bei so einer YouTube-Kommentierung. Genau. Ja, also im Prinzip kann ich über die Kommentarleiste an die entsprechende Stelle springen im Video und kann da Sachen machen, je nachdem, ob ich hier springe. Ich kann auf der rechten Seite, wenn man hier auf dieses Icon geht, kann ich Sachen nochmal retweeten. Das war so die Geschichte, die wir da hatten. Das heißt, ich kann es hier kommentieren, was dazu schreiben. Mit retweeten wird es dann an der Stelle wieder verteilt, verbreitet, sodass es dann dort auch als Kommentar eben zu dem Kommentar wieder sichtbar ist. Okay, dann würde ich eigentlich sagen, sofern jetzt nicht konkrete Fragen zu diesem Use Case sind. Ja, da war noch eine Frage, vielleicht, es wird ganz gut reinpassen, wahrscheinlich ist die Bezeichnung positiv, negativ, neutral, die du gezeigt hast, ob sich das auch anpassen lassen könnte im Kontext zu dem Kurs, weil das ist ja eher, jetzt sage ich mal, wenn du ein neues Video machst und sagst, okay, seht mir mal ein Feedback, ist es gut oder schlecht, gefallen euch die Sachen, ist, macht es wahrscheinlich Sinn, aber wenn ich jetzt hier ein Lernvideo haben möchte und möchte eigentlich nur wissen, dass die Leute es verstehen, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, positiv, negativ zu haben. Kann man die Bezeichnungen anpassen an der Stelle? Ja, also Arash hat es ja eben schon ein Stück weit selbst beantwortet und als Kommentar hinzugefügt. Momentan noch nicht, aber das werden einfach Dinge sein, die jetzt dann auch im Laufe der nächsten Wochen reinkommen, dass ich das, viele Leute kennen das in der E-Group ja schon, also wir sind immer interessiert daran, dass das Ganze möglichst flexibel ist, dass ich es für verschiedene Sachen einsetzen kann. Und dann werden wir natürlich auch was machen, dass ich an der Stelle mehr Farben, unterschiedliche Labels verwenden kann und solche Dinge. Ja, ich glaube, da waren noch ein paar Fragen. Wer kann alles kommentieren? Also grundsätzlich ist es so, wir sind gerade dabei einzubauen, dass man nicht alle Kommentare sehen kann. Das heißt, ich kann sagen, ein Schüler kann aktuell nur die Kommentare sehen, die er selber eingibt. Das heißt, so unter dem Motto, bearbeitet alle erstmal die Fragestellung im Video. Dabei kann der Schüler dann, wenn es gewünscht ist, die Kommentare oder die individuellen Markierungen des Lehrers sehen und kann da dann entsprechend seine Antworten dazu geben. Und ich kann andererseits auch werde dann andererseits im Video auch umschalten können und kann zum Beispiel sagen, okay, jetzt sind alle Antworten eingegangen, gucken wir doch mal, was jeder dazu gesagt hat, und kann dann als Lehrer einfach freischalten, dass auch alle Schüler die Antworten der anderen Schüler oder Studierenden sehen können. Da sind wir gerade dran, das wird in den nächsten Tagen verfügbar sein. Also geplant ist, hört ihr mich? Ja. Geplant ist, dass der
Lehrer oder der dozierende Person komplette Hoheit über die Kommentare hat. Das hat auch rechtliche Hintergrund für den Fall, dass Kommentare und Beleidigungen kommen, wo man das halt rechtlich ahnden muss und der Lehrer gezwungen ist, diese zu sperren, zu löschen, auszublenden. Also der Lehrer kann jeden Kommentar de facto bearbeiten und auch löschen. Die genaue Anzeige, wie welche Schüler das sehen können, ab wann sie das kommen, diese Funktionalitäten bauen wir im Laufe der kommenden Wochen ein und werden dann halt wahrscheinlich mit einem neuen Update rauskommen, glaube ich, wenn Ralf mitmacht. Ja, also ich hatte hier auch noch eine Frage, ein Beispiel für, wie kann ein Dozent oder Lehrer eine Frage stellen? Also im Prinzip die ganzen Kommentare, die momentan in Weiß dargestellt werden, sind Sachen, die ich im Vorfeld zu dem Video eingetragen habe, bevor der Kurs quasi losgeht mit den Teilnehmern. Das hier wäre jetzt eine Möglichkeit, an genau dieser Stelle vom Video sage ich, okay, meine Fragestellung, meine Aufgabe an der Stelle ist, wie kann man Dateien freigeben? Bitte gib alle Sharing-Optionen an. Das ist jetzt ein bisschen lächerlich für diese Einführungsgeschichten, aber wenn es jetzt um eine andere Situation geht, kann ich hier natürlich zu genau dieser Situation an der Stelle zum Zeitpunkt im Video kann ich eine konkrete Frage stellen und die Teilnehmer an dem Kurs können dann zu dieser Fragestellung quasi ihre Kommentare wieder abgeben. Ich glaube, an der Stelle ist auch mal interessant, wenn du das Video mal laufen lässt, dann sieht man nämlich, dass die schon abgegebenen Kommentare oder wenn man es so eingestellt hat, dass man zum Beispiel zuerst nur die Lehrer und seine eigenen Kommentare sieht, dass sie dann synchron zum Video ablaufen. Birgit, kannst du auch die Task einmal größer machen, damit die Aufgabe sichtbar ist? Natürlich. Genau. Da kann auch eine gesamte Aufgabe erstellt werden. In unserer Testversion, das wurde von einigen Mitdozenten getestet und läuft noch auch in der Testversion. Hier werden auch Fragen über das gesamte Video formuliert, wo dann als Studierende oder als Schüler passend zu der Situation im Video ein Kommentar abgegeben wird, die nachher geprüft wird und je nach Konvention als grün geschaltet wird oder als gelb oder als rot. Also in dem Fall haben wir nur weiß, also positiv, negativ und neutral. Aber später können wir das Ganze auch noch ändern, dass es halt noch besser wird, noch situationsangepasster ist. Ich glaube, da ist es auch interessant zu hören, welche Use Cases es abseits dessen, was wir so vorhatten, es noch gibt, weil man dann ja fertige Schablonen hinterlegen kann für sowas. Ja. Wie sieht es denn mit Prüfungen aus? Also ich kann mich dann auch verlangen, dass jemand am Ende etwas kommentiert oder quasi eine Antwort gibt auf eine Frage und so ein Video zum Beispiel eine Mathematikaufgabe wäre, wo gestellt wird, was erklärt wird und nachher muss jetzt eine Rechnung, Ergebnis oder sowas eingetragen werden. Gibt es da auch Möglichkeiten dafür? Also ich denke, dass das prinzipiell, so wie das angedacht ist, technisch durchführbar ist. Die viel größere Frage an der Stelle ist, wie die Schule oder die entsprechende vorgesetzte Behörde, je nachdem in welchem Kontext man das einsetzen möchte, hier die rechtliche Rahmensituation beurteilt. Ich glaube, man muss da auch neue Wege gehen und denken. Wenn man standardmäßig sowas wie eine Hausarbeit verfasst hat und sie abgibt, ist auch nicht genau klar, wer die Leistung jetzt erbracht hat. Aber im Prinzip und genau aus der Ecke kam auch mit einem Impuls für die Weiterentwicklung, ging es auch darum, situationsorientierter prüfen zu können, sprich, wir bilden hier Lehrer aus, wir hätten dann Vignetten eingesetzt oder werden es einsetzen, wo Klassensituationen videografiert sind und dann kann man die Frage stellen, was antwortest du dem Schüler jetzt? Und das Ganze funktioniert in einem proprietären System sogar so, dass man dann zum Antworten tatsächlich nur ein Zeitfenster von 10 Sekunden hat, also sehr nah an der realen Bedingung drin ist. Also die Frage, was da rechtlich möglich ist, ist, glaube ich, die zentrale Frage und nicht die, was man auf der Softwareseite machen kann. Als Lehrer bin ich hingegangen und habe die Schülerinnen und Schüler, das, was sie dann, das waren keine Audioantworten, sondern halt schriftliche Antworten, am Ende bestätigen und ausdrucken lassen und sie haben es unterschrieben und in dem Moment habe ich mir auch aus so einer elektronischen Prüfung eine wieder Hardwareprüfung gemacht mit allen Vorteilen des elektronischen Systems. Ja.
Zu den Fragen, die gerade aufgetaucht sind. Ja, es ist auch geplant, dass Multiple- oder Single-Choice-Fragen gestellt werden können, auch im Laufe des Videos zum passenden Zeitpunkt auftauchen, wo der Student, ich rede jetzt allgemein vom Studenten, sehen Sie es mir nach, sonst habe ich einen Dreher im Kopf, wo der Student dann 10 bis 15 Sekunden hat, eine Antwort zu geben. Das wäre das Szenario für Prüfung. Da müssen wir auch noch genau die Zeit festlegen, mal testen. Die geschlossene Frage oder teilgeschlossene Fragen können teilweise vollautomatisch korrigiert werden. Je nach Szenario, also geschlossene Fragen sind relativ einfach, Multiple Choice auch. Wir haben, es ist in Teil schon vorprogrammiert, ist schon da, aber es läuft noch durch den Test. Darum ist es noch nicht implementiert. Wird aber sehr bald hoffentlich implementiert sein. Ja, also ich glaube, man kann einfach sagen, wir haben ganz viel mit dem Tool vor. Wir haben 3 Jahre Zeit für die Weiterentwicklung. Das Ganze wird, wie gesagt, auch über Arash und Christoph von der didaktischen Seite mitentwickelt, mitbetreut, und die werden immer auch den Blick drauf haben, inwiefern die Sachen halt auch sinnvoll sind. Und natürlich haben wir immer den Kontakt zu unseren Kunden und denjenigen, die das nutzen, Features, die interessant sind, auch mit reinzubringen. Also da wird sich nichts an unserer Situation ändern, dass wir einfach am Puls mit unseren Kunden sind und die Entwicklungen auch auf das abstimmen, was da interessant und wichtig für die Leute ist. Also wie gesagt, da wird einfach noch ganz viel kommen, aber gerne lassen Sie uns auch wissen, dann was die Dinge sind. Wir entscheiden dann halt natürlich auch ein Stück weit, mit was wir starten können und wo vielleicht Sachen sind, die einfach erst ein bisschen später kommen. Vielleicht sollten wir auch langsam mal das zweite Beispiel anschauen, sonst rennt uns die Zeit davon. Genau, also ich würde mal meine Freigabe beenden und dann an den Christoph quasi übergeben. Wir können ja im Anschluss noch die weiteren Fragen dann beantworten. Ja, dann versuche ich freizugeben und da wird dann auch ein Freigeben gedrückt. Fenster auswählen. So. Alles zu sehen? Jawohl. Mhm. Jawohl. Gut. Ich würde starten nochmal mit den Elementen, die ihr prinzipiell schon kennt. Das heißt, wir haben hier das Video, hier unten die Zeitleiste, ihr seht die Kommentare. Wir haben auch, und da wurde noch gar nicht viel dazu gesagt, hier unten einen Bereich, in dem wir filtern können. Das heißt, ich kann mir nur die roten Markierungen anzeigen, sodass ich auch, wenn ich als Lehrer vielleicht was zurückantworten möchte, da relativ schnell sehe, was ich noch zu beantworten habe oder was schon erledigt ist. Ich glaube, das war in der Form noch nicht da. Ich setze den Filter jetzt aber zurück, dass ich wieder alles habe, dass wir ein zentrales Element sehen, das ihr auf den anderen Videos noch nicht hattet. Und zwar seht ihr hier sowas wie so ein kleines Film-Icon. Und das bedeutet, jemand hat es vorhin schon gefragt, dass man hier auch im Bild Dinge markieren kann. Ich klicke hier jetzt rein und springe zum entsprechenden Positionsmarker im Video und sehe hier jetzt das, was markiert ist. Das bedeutet, ich kann mir bestimmte Strukturen, die vielleicht jetzt hier anatomisch von Relevanz sind, weil das ein Vesikel ist, der bei einem Alzheimer-Patienten vergrößert ist. Also das ist ein Lehrprojekt von uns. Man sieht hier so die Scheibe eines gesunden Patienten mit einem sehr kleinen Vesikel und hier durch den Schwund von Gehirnmasse eben diese große Fläche. Und wenn man sowas an einem Prozess oder an einer Maschine zeigen möchte, wo sich Dinge abnutzen, wie auch immer, kann ich das hier im Video tun. Ich kann es auch in verschiedenen Farben markieren, sodass ich hier verschiedene Codings einfach verwenden kann. Ich springe mal hier an diese Stelle. Dann müsste jetzt in einem grünen Kommentar doch eine rote Kommentierung drin sein. Aber letztlich kann ich, wenn Wiege das eben gezeigt hat, auch in der grünen Farbe markieren. Das heißt, ich habe hier Möglichkeiten, in ein Video reinzugehen, was mit einem klassischen Video und einer zentralen Vorführung gar nicht möglich ist, sondern ich kann tatsächlich individuelle Punkte mir anschauen und kann hier dann auch vielleicht als sowohl Fragender als auch als Lehrender darauf zurückgreifen und kann sagen, okay, an dem Video hättest du an diese Stelle gucken müssen oder das ist die Anschrift, Markierung, Beschriftung, der Knopf, den du bedienen musst, um das richtige Ergebnis zu bekommen.
Und das ist eine weitere Ebene dieses Tools und das Arbeiten mit Videos, das es über das Kommentieren hinaus ja noch viel wertvoller macht, weil man ganz gezielt zu einzelnen Punkten auch Fragen stellen kann. Also hier in dem Falle kann ich sagen, jetzt hören wir dich nicht. Oh mein Gott. Hört mich jetzt. Ja, jetzt, ja. Hier ist es vielleicht auch die Frage mit Multiple Choice gewesen. Hier kann auch ein quasi ein Pop-up erscheinen, dass innerhalb der nächsten 10 Sekunden eine Frage zu beantworten ist. Und zwar diese Frage, markiere im Bild, wo die Läsion anders aussieht oder was ist das ungesunde Gewebe in dem Fall bei diesem Gehirnschnitt. Christoph, kannst du mal zu deinem ersten roten Punkt springen? Der erste rote Punkt ist hier, bitteschön. Nee, dort, wo das ganze Fehler drin war. Die Läsion? Ja, die Läsion, genau. Das war, glaube ich, hier. Genau. Da kann man quasi eine Frage vorher formulieren, der auftaucht. Markiert die Läsion und der Student oder in der Fall der Student kann halt das Ganze markieren und sagen, hier ist die Läsion und hier könnte auch eine Schablone verankert sein, dass ein automatischen Feedback gibt, dass ja, du hast das richtige Position markiert, damit hast du es bestanden oder halt ein Feedback kommt, ja, das war nicht so ganz korrekt, du hättest das markieren sollen. Also quasi der Lehrer kann einmal das gesamte Video durchlaufen, die Fragen stellen, Fragen zeitgemäß aktivieren sich, poppen auf, der Schüler kann antworten und der Lehrer hat schon die Antwort hinterlegt. Und es gibt eine automatische Korrektur bei der ganzen Geschichte und gibt auch einen automatischen Feedback, sodass der Schüler genau sofort auf seine Reaktion und seinen Input erkennen kann, wo war mein Fehler, wie gut war ich, wie viel Prozent Genauigkeit habe ich getroffen, sodass auch die Kompetenz dementsprechend steigt. Ja, also um da nochmal anzusetzen, vom Prinzip her kann man also lokalisieren, wo die Markierung im Video ist und damit verbundene Fragestellungen, die ganz verschieden sein können, eben auch automatisiert beantworten. Gehen wir in die Fahrschule, welches Fahrzeug hat Vorfahrt, ich kann auf das Fahrzeug draufklicken, muss nur sicherstellen, dass der Klick innerhalb einer vordefinierten Maske liegt. Das kann ich automatisiert abprüfen. Ich kann aber bei der Feuerwehr danach fragen, an welcher Stelle beginne ich mit der Bekämpfung des Brandherdes, wenn da ein Video ist. Und dann kann ich quasi punktgenau einen Einstieg oder auch eine Gefahrenquelle, welcher Balken droht vielleicht als nächstes herunterzustürzen, markieren. Und das ist eine Art, mit Videos zu arbeiten, wie man sie noch gar nicht häufig sieht. Und wie Sie vor allem, es war auch so die Frage gerade eben, ist es im Blended Learning gedacht oder für vor Ort? Das hätte man früher wahrscheinlich zentral vor Ort in einem Video gemacht. So kann man auch das entzerren. Und um die Frage vielleicht nochmal ein bisschen weiter zu beantworten, Präsenz oder Blended Learning. Ich glaube, im Präsenzunterricht macht es nur Sinn, kurze Videosequenzen einzubinden. Das könnten physikalische Prozesse, biologische Prozesse sein. Sage ich jetzt mal im Videobereich bis 5 Minuten. Alles, was darüber hinausgeht, muss ich mir halt, je nachdem wie meine methodische Konzeption und die didaktischen Ziele sind, überlegen. Ich kann aber damit eben halt auch halbstündige oder dreiviertelstündige Videos zu Hause bearbeiten lassen und dann ganz dezidiert auch im Präsenzunterricht anhand der Kommentare nochmal auseinandernehmen. Die Aufgabe wäre, bitte schaut das Video durch, beantwortet diese Fragen mit Kommentaren und dann würde man vor Ort die Fragen checken oder gegebenenfalls ergänzen. Da ist, glaube ich, eine Spielwiese für jeden kreativen Lehrer oder vielmehr auch die Lehrerin, wenn man hier gendert, mit der man sich austoben kann und die neue Chancen bietet. Ja, wir hatten da auch noch die Frage nach den Einbindungen oder inwiefern andere Plattformen vielleicht vorzugegeben wird. Da würden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. An der Stelle, was da halt auch die Planung an ist im weiteren Vorgehen. Wenn die Frage zurückgestellt ist, Birgit, dann würde ich gerne nochmal zu dieser Frage sagen, Präsenzunterricht oder nicht.
Im Moment ist mit Präsenzunterricht ja wahrscheinlich sowieso ist nur sehr schwierig zu realisieren oder mit halber Klassenstärke. Man kann sich jetzt zum Beispiel überlegen, sich selbst in der Klasse zu videografieren und das nicht live streamen zu müssen, wenn die Infrastruktur nicht da ist, aber mit dem Video zumindest hinterher die Schüler lernen lassen und die könnten dann Fragen dazu stellen. Das wäre die eine Art und Weise, die vielleicht ein bisschen Mut erfordert und vielleicht auch rechtlich geprüft werden muss, wobei die Behörden da im Moment sehr kulant sind, was ein Streaming aus der Klasse rausgeht. Es werden ja auch Zoom-Konferenzen oder ähnliches durchaus von Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrern gehalten, die rein theoretisch aufzeichnbar sind, also das ist genehmigt. Aber was eine sehr weitere schöne Alternative ist, die nicht für den Präsenzunterricht gedacht ist, ist der Einsatz von vertonten PowerPoint-Präsentationen oder wie ich mir selber zu Hause videografiert habe. Das heißt, ich setze eine Präsentation an, in die ich auch nochmal Videos integrieren kann zu Zusammenhänge oder selber ein Tafelbild entwickle, das als Video festgehalten wird. Und genau dieses Video kann ich hinterher als PowerPoint mit den entsprechenden Animationen und Punkten in dieses System einstellen. Die Schülerinnen und Schüler hören meine Stimme, dann hätte ich sowas wie einen Kurs gemacht. Ich kann die soziale Nähe da so ein bisschen drüber herstellen. Und wenn dann Rückfragen sind, die man im normalen Unterricht gestellt hätte, dann kann man das eben asynchron hier tun. Und von daher sehe ich da eine sehr gute Spielwiese, um aktuell an Schule zu retten, was vielleicht noch zu retten ist, mit sehr einfachen Möglichkeiten. PowerPoint bietet direkt die Tonaufnahme in der Software selbst. Und dann kann man es als Video abspeichern in PowerPoint. Also man muss hier gar keine komplizierten Dinge machen. Mikro einstecken, Aufnahme drücken, fertig. Ja, ich glaube, da wird einfach viel im Laufe dieses noch laufenden Schuljahrs oder Semesters und des nächsten einfach kommen und sich viel weiterentwickeln und vielleicht auch viel schneller weiterentwickeln, als man sich das vielleicht vorher gedacht und gewünscht hat. Also das Szenario mit den PowerPoints, die wird gerade aktiv von uns getestet an der Technischen Universität. Wir haben ungefähr 60 Studenten, die mitmachen, die ihre Referate in Gruppen zusammenstellen und als Video drehen und hochladen. Und die gesamte Feedbackschleife und Frage und das alles, was in einem Seminarraum geschieht, findet online statt. Und soweit der Feedback läuft es sehr gut. Das kriegt man von den Dozierenden und auch Studenten zu hören. Ich glaube, da können wir auch sehr schön, Arash, dann einfach mal ein kleines, sag jetzt mal, Tutorial machen. Wie setze ich das denn praktisch um? Also ich habe hier eine Folie, mach das Ganze und pack das dann als einen Beispielkurs in unser Smallpart rein. Ich denke, das ist so eine Möglichkeit, die wir mit der eGroupware auch ganz schön haben, solche Dinge dann einfach in der App selber als Kurs anzubieten und reinzubringen. Beim Kurs haben wir nebenbei noch Anleitungen, aber das können wir gerne auch als Tutorials verfilmen. Das ist eine gute Idee. Ja. Gut, ich würde sagen, vielleicht gehen wir einfach an der Stelle einfach nochmal weiter, weiter zu der Frage, sofern jetzt nicht noch weitere Fragen kommen. Da würde ich auch an den Ralf geben, so zu dem Thema, was haben wir denn geplant im Folgenden mit der Umsetzung und auch mit der Anbindung und Integration in andere Lernplattformen? Ja, es ist uns schon klar, wir haben jetzt ein sehr schönes Tool, was sicher auch sehr fortgeschritten ist im Vergleich mit anderen Tools. Aber natürlich ist das genau ein Tool, was wir in der eGroupware haben. Es gibt einen Standard, mit dem man Inhalte einer Lernplattform in eine andere Plattform einbetten kann. Der nennt sich LTI, Learning Tools Interoperability, wenn ich das jetzt richtig das Akronym habe. Dieser Standard erlaubt es, dass ich einen Kurs nehme oder auch eine ganze Reihe Kurse, die ich zum Beispiel in dem Smallpart-Tool erstellt habe und kann sie dann zum Beispiel in ein Moodle oder in das OpenOLAT, was die Universität Kaiserslautern verwendet, einfügen. Dabei sprechen die beiden Tools miteinander und visualisieren in dem jeweils anderen Tool die entsprechende Aufgabe. Das heißt, ich kann dann in einer anderen Lernplattform
genau das, was wir jetzt in der E-Gruppe gesehen haben, sehen. Das heißt, als Student oder als Schüler sehe ich dort meine Aufgabe, kann die da drin bearbeiten. Der Lehrer kann dann wiederum entweder in der E-Gruppe oder auch in dem anderen System dazu Stellung nehmen, kann auch Antworten vorgeben oder beantworten. Und das ist etwas, was wir sehr kurzfristig umsetzen wollen. Also im Moment haben wir angedacht, dass wir das in den nächsten 2 Wochen schaffen wollen, dass man das Smallpart-Tool in andere Lernplattformen, die den LTI-Standard unterstützen, einfügen kann. Und ich denke, das ist, wurde ja jetzt hier auch schon ein paar Mal gefragt. Wir haben aktuell schon eine Plattform, das Tool an sich ist ja interessant, aber wie kriege ich das da rein? Genau das wird damit möglich sein, sobald das andere Tool das natürlich auch unterstützt. Die andere Richtung ist auch etwas, was für uns interessant ist, weil wir wollen E-Gruppe auch als Lernplattform noch weiter ausbauen. Wir haben ja schon verschiedene Schritte unternommen, jetzt auch im Zug der Krise, dass wir Hausaufgaben und auch die Abholung oder Rücklieferung der Hausaufgaben eingebaut haben. Der LTI-Standard geht halt in 2 Richtungen. Das heißt, ich kann ein Tool zur Verfügung stellen, was eine andere Lernplattform einbetten kann. Das wollen wir jetzt möglichst schnell ermöglichen. Der erlaubt aber auch, wenn wir die andere Seite in der IQ-Bear implementieren, dass man die IQ-Bear als Lernplattform verwendet und kann dann, ich sag mal, zum Beispiel ein Quiz aus einem ganz anderen Tool in der IQ-Bear einbetten. Das ist was wir auch implementieren wollen. Das ist auch sehr nah an, technisch gesehen, an dem OpenID Connect Server dran, den wir in der IQ-Bear schon haben, mit dem wir ja schon andere Sachen wie das Guacamole oder auch den Rocket Chat an die IQ-Bear angebunden haben. Genau dasselbe ist die Grundlage für den LTI-Standard. Also von daher denke ich, dass wir das auch relativ kurzfristig machen können und damit halt diese Tools halt einfach ineinander merchen können und es dann die Schule oder die Organisation halt Freiheit hat, das ist meine primäre Lernplattform. Und ich kann in die halt dann weitere Tools einbauen und Smallpart wäre dann eins dieser Tools. Eine andere Geschichte, die wir vorgesehen haben in der E-Gruppe, einfach um als Lernplattform weiterzukommen, ist, dass wir es ermöglichen wollen, verschiedene Dokumente und Dokumententypen oder auch Aufgaben, wenn man jetzt im Sinne von der Lernplattform redet, frei anordnen zu können. Das heißt, das wird dann auf dem Dateimanager basierend sein. Ich kann dann zum Beispiel für eine Klassenstufe ein Verzeichnis haben, kann da tägliche Unterverzeichnisse haben und kann da drin relativ frei meinen Inhalt gestalten. Das heißt, mit einem Einführungstext, liebe Klasse, das ist die Aufgabe für den Mittwoch. Bitte denkt dran, dass ihr auch die Aufgabe, die so und so Aufgabe, die bis Samstag oder Freitag fertig sein soll, allmählich angehen müsst. Und kann halt da den Content einfach entsprechend netter präsentieren und würde dann halt auch über das LTI andere Tools wieder einbetten können. Also das sind so die Sachen, die wir uns für die nächste Zeit vorgenommen haben, um die IQ-Bear einfach als Lernplattform weiter auszubauen. Das ist natürlich auch interessant in ganz anderen Kontext, wenn ich sage, ich will mein Intranet für die Firma gestalten. Auch dafür ist, ich sag mal, so ein ähnliches Tool, wo ich Dokumente, sei das jetzt meine QA-Richtlinien oder was auch immer, halt ansprechend präsentieren kann zu meinen Mitarbeitern. Timeline oder Gantt-Chart? Jetzt im Dateimanager weiß ich noch nicht so richtig, wie ich mir das vorstellen soll. Wir haben an viele verschiedene Dinge gedacht. Also ich glaube, wir haben ganz viele Sachen, an denen wir gerne arbeiten wollen. Wir müssen natürlich mal schauen, wie wir das zeitlich unter einen Hut bringen, weil wir haben auch so die Absicht oder den Hinweis bekommen von einem Kunden, an dem wir arbeiten wollen, dass man eher, ich sage jetzt mal auch so Kanban-mäßig, Sachen ermöglicht über Projekte,
Sachen zu machen, die dann ein bisschen in die, auch in diese Richtung geht. Und auch dort habe ich ja eine ähnliche Anordnung, dass ich einfach da verschiedene Dinge habe, mich dazu subscriben kann, dass die Sachen dann abarbeiten kann und sehen, wie Sachen ablaufen, und habe ein Stück weit da auch einen Zeitstall mit drin. Also ich denke mal, lassen Sie uns da einfach im Austausch bleiben, und wir schauen dann einfach, wir müssen immer mal so einen ersten Schritt machen und dann an der Stelle einfach weiterentwickeln. Ich denke, wir sind ja schon sehr fortgeschritten mit dem Webinar heute gekommen, schon fast 50 Minuten. Mein Vorschlag wäre, wenn wir noch vielleicht mal Fragen, wenn es noch Fragen gibt, vielleicht noch mal kurz reinschreiben, dass wir die noch beantworten können. Und ich denke, wir können auch gerne noch mal ein weiteres Webinar machen, wenn das jetzt fortgeschritten ist, wenn sich das Neues in der E-Gruppe oder in Small Part tut, um dann im Prinzip wieder zu informieren, wie geht es weiter, was sind die nächsten Schritte, wie hat sich das Tool oder das System im Prinzip weiterentwickelt. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich gerne an info@igruppe.org schreiben und können dazu noch vielleicht was fragen oder uns einfach anrufen, und dann sind wir für Sie da und können Ihre Fragen beantworten oder was Sie vielleicht für Ideen haben für die Lernplattform. Oder gibt es noch weitere Ideen von allem hier? Ich kann vielleicht auch einfach noch mal abschließend sagen, also das, was wir jetzt heute gezeigt haben, läuft bei uns schon in der IQ-Ware Cloud momentan auf einem, ich sag jetzt mal, Ausblick auf die 20.1, die kommt. Das heißt, produktiv können wir da momentan noch keinen drauf umstellen. Das wird noch ein paar Wochen dauern, bis es so stabil ist, dass wir da auch produktive Instanzen auf die 20.1 schon umstellen können. Aber jeder, der es testen möchte, einfach an uns schreiben, an uns wenden, anrufen. Dann machen wir gerne auch eine Testinstallation auf der 20.1, schalten die frei. Man kann da mit dem Tool einfach mal anfangen auszuprobieren und kann es nutzen und uns auch das entsprechende Feedback über Ticketsystem und die Sachen wieder zurückmelden. Das trifft auch die Frage, ab wann ist das verfügbar? Es wird mit der 20.1 kommen. Da sind wir einfach jetzt parallel dran, weil einfach in der Entwicklung einige Umstellungen mit JavaScript, TypeScript waren. Es braucht noch ein bisschen Stabilisierung, bevor wir da eine 20.1 von ableiten können. Ja, ich glaube, da ist noch eine ganz interessante Frage. Gibt es ein vorgeschaltetes Buchungssystem? Was aktuell geplant ist, es gibt ein rechtes System, das heißt, ein Schüler, Lernender gehört einer bestimmten Organisation an und kann alle Kurse der Organisation sehen und kann sich dann selber einen dieser Kurse anschließen. Man kann ein Passwort hinterlegen, das heißt, ich kann sagen, oder ich vergebe halt in der Mail oder auch in meiner Präsenzveranstaltung, vergebe ich ein Passwort, und dann können sich nur die Leute diesem Kurs anschließen, die in der Präsenzveranstaltung halt auch waren. Also da sind verschiedene Sachen möglich. Ich glaube, das Buchungssystem ist ja eher die Frage, ein Bezahlsystem. War das vielleicht die Frage vom Herrn Scholz an der Stelle? Nein, ein Bezahlsystem haben wir noch nicht eingebunden, weil das kann man vermutlich auch in irgendeiner Form machen. Auf jeden Fall gibt man das Passwort über das Bezahlsystem raus. Dann war noch eine Frage, ob es ein Beispiel mit der Umsetzung mit PowerPoint gibt. Soll ich dazu noch was sagen? Gerne. Dann würde ich einfach mal einen Blick in einen von uns, von Lehramtsstudierenden selbst gemachten Kurs hier anwerfen. Ich teile gerade mal wieder. Das ist jetzt noch auf der Plattform, in der wir arbeiten. Von daher bitte nicht über den falschen Namen stolpern. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Schritt gehen, das in die IQ-Ware zu integrieren, weil es einfach die Benutzerführung und die Vernetzung mit anderen Daten ganz wichtig ist. Ich gebe mal frei, und man sollte jetzt das Fenster entsprechend sehen können, wenn ich es auch noch ausgewählt habe, wie man dieses Video erstellt. Wenn die Frage danach war, damit könnte ich auch dienen, dass man so ein PowerPoint-Video relativ einfach erstellen kann. Also da will ich die Frage nochmal präzisieren, dann versuche ich das rauszusuchen. Das PowerPoint, sobald man das PowerPoint anmacht, hat man die Möglichkeit, das Ding zu vertonen, als auch als Video abzuspeichern. Kleiner Tipp, webfähige Video abspeichern. Das
speichert jede Menge Zeit. Also ich würde sagen, automatisch. Lasst uns einfach im Nachgang mal so ein PowerPoint machen, das einfach als einen kleinen Kurs mit 3-4 Kommentaren reinstellen, die man dann auch auf der Webseite mal zeigen kann. Also ich glaube, das ist das Einfachste, wenn wir an der Stelle einfach mal ein unverbindliches Beispiel machen und das zur Verfügung stellen, hat jeder, glaube ich, am meisten davon. Ja, wenn Interesse besteht, können wir natürlich auch zu dem Thema Lernplattform im Forum bei uns mal eine Kategorie anlegen. Da kann man Fragen stellen. Darüber können wir auch relativ einfach und, ich sag mal, weniger poliert als auf der Webseite Beispiele mal posten oder auch Fragen beantworten. Also wenn da Interesse besteht, wäre das vielleicht auch der einfachste nächste Schritt, dass die daran Interessierten sich halt, wenn die Kategorie eingerichtet ist, im Forum registrieren und dann in dem Forum halt damit diskutieren können, respektive Fragen stellen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auch so ein Video aufzunehmen und zu erzeugen. Also ich denke, da kann ich auch mal ein Beispielvideo dazu machen, was verschiedene Möglichkeiten sind, mit einfachen Mitteln so ein Video zu erstellen. Ja, ich glaube auch, es ist gut. Wir haben unser Forum, über die wir Sachen machen können. Wenn es konkrete Feature-Requests oder auch Bug-Reports gibt, wo Sachen nicht funktionieren, dann am besten entweder für alle die Community-Version verwenden über den Stefan Unverricht, über das Forum. Alle, die bei uns auch im Ticket drin sind, dann einfach über das Ticketsystem. Da gibt es jetzt schon eine Small-Part-Kategorie, einfach dort an uns weitergeben. Dann können wir das einfach strukturiert weiterverfolgen. Wie gesagt, Herr Lilichkes, Rainer kommt im Laufe der nächsten 2 Wochen, also sobald es da ist und sobald wir halt auch die App zur Verfügung stellen können, weil wie gesagt, wir müssen es halt auch mit irgendwas dann rausbringen. Ab dem Moment soll es dann einfach nutzbar sein. Aber ich denke mal, da werden wir einfach mit Hochdruck dran arbeiten, dass es möglichst schnell, möglichst stabil ist und auch auf der eigenen Installation nutzbar. Ja, zumal, wenn man es einfügt, ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Dann kann man auch eine eigene Installation zum Beispiel über unser Hosting, wo man das jetzt am schnellsten zur Verfügung stellen, machen, da den Kurs anlegen und kann, man braucht auch keine Teilnehmer reinbringen, weil das ist etwas, was die LTI-Schnittstelle macht. Sobald jemand aus der anderen Plattform heraus das Tool nutzt, wird der Benutzer in der E-Gruppe automatisch angelegt. Von daher ist das zum Einbetten relativ einfach und auch dafür ist nicht unbedingt notwendig, dass die jetzt dort genutzte E-Gruppe, die ja auch, ich sag mal, aktuell noch ganz andere Aufgaben erfüllt, unbedingt auf die Version 20.1 gehen muss. Also da kann man auch einfach eine dedizierte, auch mal eine Testinstanz bei uns machen und kann da ein paar Kurse drauf machen und kann die dann halt per LTI in die eigene Lernplattform einbinden. Also ich denke, dass wir das innerhalb der nächsten 14 Tage zur Verfügung stellen können und wir werden das, sobald das soweit ist, entsprechend ankündigen und dann können sich Interessenten melden und wir können gucken, dass wir das bei Ihnen in die Lernplattform eingebunden bekommen. Super, ich denke, wir sind auch mit allen Fragen durch soweit für heute. Und hier schreiben noch viele, wenn keiner mehr Fragen hat, wäre mein Vorschlag, dass wir das Webinar jetzt nach ungefähr einer Stunde beenden und wir werden Sie über den Newsletter und über Facebook und über allen anderen Social Media auf dem Laufenden halten, was dann Neues reinkommt und sobald es was Neues gibt, werden wir uns bei Ihnen melden. Ansonsten wünsche ich von meiner Seite her einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ja, auch von unserer Seite wünschen wir noch einen schönen Tag und wie immer kommt die Aufzeichnung natürlich auch bei uns auf die Webseite und wir informieren darüber per Newsletter. Tschüss. 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 Tschüss.